Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Factorio. So, wir haben gesagt in der letzten Folge, wir kümmern uns um Labor. Das hat einen Energieverbrauch von 60 Kilowatt. Wir haben jetzt ein Problem. Und zwar, das Labor befeuert sich nicht mit Kohle selber. Wir benötigen also eine tatsächliche Produktion von Energie, abgesehen von dieser Kohle-Selbstlauf-Geschichte. Wir haben hier Wasser. Wenn wir Wasser mit einer Turbine, mit einem Brennofen, mit was auch immer erhitzen, entsteht Dampf. Wir brauchen also eine Pumpe. Die Pumpe bauen wir. Wir sehen, hier brauchen wir schon Elektronik. Wir haben hier eine Wasserpumpe. Dann bauen wir Rohre. Wir brauchen zur Pumpe natürlich eine Dampfmaschine, verbraucht Dampf, um elektrische Energie zu erzeugen. Und wir brauchen einen Heizkessel, weil verbrennt Brennstoffe, um Flüssigkeiten zu erhitzen. Das heißt, im Heizkessel wird Kohle hineingelegt und Wasser erhitzt, zu Dampf gemacht und in der Dampfmaschine wird Dampf zu Energie umgewandelt. Das heißt, wir brauchen auch einen Heizkessel. Also, wir haben einen Heizkessel, hier unten, Heizkessel, Dampfmaschine, Pumpe. Und zusätzlich benötigen wir Rohre. So, was machen wir jetzt? Wir setzen die Pumpe ans Wasser. Ist notwendig, weil wir wollen ja aus dem Wasser die Energie holen. Natürlich das Wasser wollen wir holen. Wir sehen, Pumpgeschwindigkeit 120.200 pro Sekunde. Ja, aber ohne Energie wird sie nicht pumpen. Das heißt, mit einem Rohr wird dann das Wasser später hier weiter befördert zu einem Heizkessel. Warum Heizkessel? Weil verbrennt Brennstoffe. Gut. So, dem fehlt natürlich jetzt so, und hier die Dampfmaschine dran. So, Strom. Warum tut sich jetzt nichts? Ganz einfach, weil dieser Heizkessel sollte eigentlich Brennstoffe verbrennen. Das kann er nur nicht. Warum kann er das nicht? Weil keine Kohle drin ist. Das heißt, wir können natürlich jetzt Kohle holen. Das machen wir wieder. Einfach mal so. Das liegt ja herum. Und geben in diesen Heizkessel Kohle hinein. Die Kohle wird verbrannt. Und zwar echt schnell. Dadurch wird das Wasser auf eine Temperatur erhitzt von maximal 165 Grad. Ihr seht das rechts in diesem Rädchen. Hier rein kommt dann das heiße Wasser und wird zu Strom. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall hierher Kohle. Wie bekommen wir dorthin Kohle? Wir haben ja hier unseren netten Kohlelauf. Das heißt, bevor wir das anschließen, machen wir hier eine Biegung nach unten und liefern Kohle hier vorbei. Und zwar so. So. Und wieder nach oben. Warum wieder nach oben? Weil wir es wieder in den normalen Kohlekreislauf, den wir hier haben, einspeisen wollen. Das heißt, hier ergänzen wir den Kreislauf und schon fährt die Kohle automatisch bis nach unten. Und wir haben ja einen über, den nehmen wir jetzt hier, den nehme ich nur zu Demonstrationszwecken, das wird nicht bleiben.
Dieser Kohlegreifer versorgt sich selbst zuerst. Und wenn er sich selbst genug versorgt hat und Brennstoff hat, legt er hier Kohle rein. Der Dampfkessel, der Heizkessel, beginnt zu arbeiten. Wir sehen das, der hat jetzt Kohle drinnen. Und erhitzt das Wasser. Was passiert mit dem erhitzten Wasser? Wird zu Dampf. Dampf bewegt sich in dem Rohr, hier in diesen, in diese Dampfmaschine. Und hier wird produziert. Was wird produziert? Strom. Wie leiten wir Strom? Mit Strommasten. Jetzt fangen wir an, richtig in die Elektronik zu gehen. Wir brauchen für einen Strommast Kupferkabel, zwei Stück, und Holz. Ihr seht das? So, das heißt, wir brauchen ganz viele Kupferplatten für die Strommasten. Und dann setzen wir hier automatisch, gibt es eine Verbindung, wir sehen, das Kabel geht von einem automatisch, das müssen wir nicht verbinden, sondern verbindet sich automatisch von einem Mast zum anderen. Und das Feld rundherum, dieses quadratische, grünliche, türkisene, das bedeutet, in diesem Feld gibt es automatisch eine Stromversorgung für alle Geräte. In dem Fall wird von der Dampfmaschine über diesen Strommast alles, was dort so unterlegt ist, ich lege das mal weg, alles, was dort in Blau unterlegt ist, automatisch mit Strom versorgt. Wir bauen jetzt, der befeuerte Greifarm braucht ja Kohle. Das hier ist ein Greifarm. Der wird also nicht befeuert. Wir nehmen diesen Greifarm, setzen ihn hier ein. Wenn wir die Kohle jetzt hier rausnehmen und keinen Befeuer... Der arbeitet automatisch. Ihr seht das? Greifarm, der hat auch kein Befüllfenster mehr, wie diese Greifarme, wo man Kohle hineinlegen muss. Das heißt, das ist ein mit Strom gespeister Greifarm. Gute Sache, oder? Was fällt uns da jetzt ein? Wir ersparen uns sehr viel, sehr, sehr, sehr viel an Kohle. Wir holen die ganzen Eisenplatten mal ab. Wenn wir zum Beispiel diese beiden auch zu Strom so, wir probieren das gleich mal. Wir bauen die befeuerten ab. Und jetzt seht ihr, hier brauchen wir Strom. Ja, dann legen wir das Kabel mal rüber, so weit wie möglich. Und sobald hier beide in diesem unterlegten Kästchen sind, beginnen sie automatisch zu arbeiten. Das heißt, die brauchen hier nie wieder Kohle. Weil das so gut ging und so toll läuft, machen wir das gleich bei diesen beiden hier auch. So, bis hierher. Und... hier. Den bauen wir ab. Den bauen wir ab. Und hier bauen wir gleich jene, die mit Strom arbeiten, rein. Großartig, oder? Mir gefällt das. So, wir produzieren also Strom. Und der Strom versorgt automatisch diese Greifarme, die vier hier in der Produktion und den einen hier, der dafür sorgt, dass immer wieder im Dampfkessel genug Dampf gemacht wird. So, was können wir noch tun? Wir bauen jetzt, wie versprochen, das Labor. Dieses Labor benötigt nämlich Strom. Das heißt, wir mussten die Elektrizität hier... So. Und jetzt kommen wir zum Forschungsfeld. Wir können in der Technologieliste diese Projekte erforschen. Alles, was so unterlegt ist, können wir jetzt gleich machen. Alles, was rot ist, benötigt eine der vorgehenden Forschungsthemen. Das heißt, um zum Beispiel Elektrotechnik zu erforschen, benötigen wir zuerst Automatisierung. Das ist die Schlüsseltechnologie.
für die automatisierte Massenproduktion. Wir sehen hier noch einmal den Technologiebaum. Das heißt, wenn wir die Automatisierung erforscht haben, bringt uns das eine Montagemaschine, einen langen Greifarm. Es kostet 10 Wissenschaftspakete und dauert 10 Einheiten Zeit im Labor. Hier geht es dann weiter. Das heißt, wir sehen, die Automatisierung führt zu ganz viel weiterer Technologie. Das heißt, wir wollen das machen. So, Wissenschaftspakete. Wie kommen wir zu einem Wissenschaftspaket? Wir öffnen das Produktionsfeld und schalten mal durch. Oh, hier, Wissenschaftspaket. Wir brauchen eine Kupferplatte und wir brauchen Zahnrad. Wir bauen mal so viel, wie wir bauen können. Und wir sehen hier unten, es wird automatisch gebaut. So, wir haben Wissenschaftspaket 2, da brauchen wir schon einen Greifarm und ein Fließband, um das zu erzeugen. Also, Kupferplatte haben wir im Moment nicht im Inventar und Zahnrad. Zahnrad wird durch Eisenplatten erzeugt. Ich hole mal hier ab, was hier produziert ist, also was hier in Produktion liegt. So, und die ganzen Kupferplatten nehme ich auch raus. Ihr seht, ich habe Kupferplatten und schon geht es hier mit großen Summen los. So, was ich jetzt mit dem Wissenschaftspaket 1 mache, hier oben sieht man Automatisierung und einen leeren Balken. Ich lege nun 5 Fläschchen hier hinein. Ihr seht, wie viele Wissenschaftspakete es gibt. Also wirklich, da geht es dann richtig um Hightech. Und wir sehen oben, wie der Balken sich für das Gesamtprojekt bewegt und hier bis ein Fläschchen verbraucht ist. Nur noch 5. Bewegt sich relativ langsam. 4. Und da oben ist der Gesamtfortschritt für das Projekt Automatisierung. Hier wird auch angezeigt, dass noch genug Wissenschaft, also dass im Moment noch Wissenschaftspaket 1 drinnen ist und geforscht wird. So, der Stromversorgte gefällt mir sehr gut, ausnehmend gut. Und damit bin ich relativ zufrieden. Wir schauen noch, das ganze Förderband ist voll. Das ist aber auch gut so. Hier wird gearbeitet, produziert. Das Eisenförderband ist auch auf einer Seite schon total voll. Ist auch in Ordnung. So, wir sehen, die 5 Fläschchen sind verbraucht worden. Es gibt keine mehr. Wir legen einfach nach. Verschwinden werden die nicht. Die bleiben fürs nächste Projekt. Hier sieht man immer, welches Projekt benötigt welche Fläschchen. Macht natürlich nur Sinn, Projekte zu erforschen, wo wir die entsprechenden Fläschchen dafür haben. So. Dann schauen wir mal, ob wir das noch schaffen. Ich denke ja. Es geht ja ganz zügig. Ganz zügig, gleich sind wir fertig. Dann kann ich euch in dieser Folge noch zeigen, was jetzt geschieht. So, der Balken ist voll. Spannung steigt. Geschafft. So, wir sehen, Elektrotechnik ist das nächste und hier schon möglich. Auch mit roten Fläschchen. Hierfür Landaufschüttung brauchen wir schon rote und grüne. So, wir haben also die Automatisierung geschafft und nehmen gleich als nächstes die Elektrotechnik. Was bringt die uns? Filternden Greifarm. Oder wir nehmen zum Beispiel Optik. Was bringt uns das? Lampen. Ja, ich möchte eine Lampe forschen. Hier kommen wir später nämlich zu Solarenergie, Atombomben. Wir nehmen Optik. Ich danke fürs Dabeisein. Was wir mit der Automatisierung machen, zeige ich euch das nächste Mal. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.